Lange nicht gesehen. Was kann ich für dich tun? Mir wurde gesagt, du hilfst mir bei einem Verhaltensschaltkreis. Stimmt. Bezahlt wurde ich auch schon. Darf ich die Komponente mal sehen? Ich gucke mal, was sich damit anfangen lässt. Okay, ich warte. Normalerweise frage ich Kunden nicht, was sie mit der Tech vorhaben, die sie mir bringen. Mache ich auch diesmal nicht. Aber die hier stammt von einem Ort, der lieber unter einer fetten Betonschicht begraben sein sollte. Solche Algorithmen wie in diesem Schaltkreis habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Lass dich damit ja nicht von Netwatch erwischen. Das ist mein Ernst. Okay, ich pass auf. Danke.
Geht so.
Was, wenn du der FIA einfach sagen würdest, sie sollen sich ihr Angebot sonst wohin stecken? Ruf Reed nicht an, wie? Wir finden einen anderen Weg. Wie jetzt? Die Nachricht. Nicht gesehen? Die wollen mich löschen. Muss ich dir erklären, was das heißt? Das war doch längst klar. Dachtest du, die holen dich aus einem Kopf raus und stecken dich in den anderen? Ich dachte, die packen mich ein und speichern mich irgendwo. Und du hilfst mir dann vielleicht ins Netz zu kommen. Nicht, dass sie mich rausschneiden wie ein scheiß Tumor. Etwas, das nur vielleicht klappt. Oder einfach eine OP. Da muss ich nicht groß nachdenken, Johnny. Ich rufe Reed an. Bist du am Treffpunkt? Bin ich. Ich will das hinter mich bringen. AB ist unterwegs. Dauert nicht lange. Viel Glück, Vee. Danke, Reed. Für alles. So endet das also. Streiten wir wieder darüber? Können wir das lassen? Ich hab meinen Stolz, Vee. Ich werd nicht betteln. James Weiss, FIA. Ich nehme an, Sie sind wie? Übrigens, es ist mir eine Ehre, den Retter der Präsidentin der NUSA kennenzulernen. Okay, danke. Wo ist Reed? Ist er nicht mitgekommen? Reed ist anderweitig beschäftigt. Keine Sorge, Sie sind in guten Händen. Kommen Sie rein. Doc Lozano wird Sie untersuchen, feststellen, ob Ihr Zustand stabil ist. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich nervös. Lozano, freut mich. Ich bin einer Ihrer Chirurgen. Beginnen wir mit einem kurzen Scan Ihres Nervensystems. Ihren Direktlink, bitte. Hoffentlich gibt's da überhaupt noch was zum Scannen. Der Schaden ist beachtlich, aber reversibel. Ein neues Kapitel im Leben. Machst du kurz die Tür auf? Für die Aussicht. Keine Sorge, Sie sind bald wieder zurück. Man weiß ja nie. Mach einfach auf, okay? Tu mir den Gefallen, Weiß. Bitte. Ah,
Night City, der größte menschliche Fleischwolf des Spätkapitalismus. Du hast ihn schon mal überlebt. Vergiss das nicht, wenn dich Night City am Ende wieder ausspuckt. Ich schaff das schon. Ich habe zwar Fehler gemacht, aber in den letzten Wochen auch viel gelernt. Ach ja? Hab den Eindruck, du bist weit gekommen und hast dabei einen Scheiß gelernt. Glückwunsch, Vi. Ich finde, du kannst richtig stolz auf dich sein. Was zum Teufel willst du von mir, Johnny? Anerkennung, Anstand, ein Hauch von Reue und eine Entschuldigung. Eine Entschuldigung dafür, dass ich mein Leben rette? Nein, Vi. Dafür, dass du meins beendest. Ich will nur leben, Johnny. Das habe ich doch immer klar gesagt. Dafür gab's andere Optionen. Du hättest zu alt gehen, in Mikoshi einbrechen können. Aber ich habe mich anders entschieden. Verstehst du nicht, warum ich die sichere Option gewählt habe? Ich soll so tun, als wäre das alles? Als wären wir der Welt scheißegal? Als würden wir am Ende einfach friedlich einschlummern? Aber nur einer von uns wacht auf. Es tut mir leid, Johnny, dass du nicht selbst über deinen Tod entscheiden konntest. Ehrlich. So sollte es nicht sein, ich weiß. Das sind doch bloß leere Worte. Sicher, ja. Aber ich will, dass du sie hörst. In einem anderen Leben hätten wir sowas wie Freunde sein können. Keine Ahnung, warum es in diesem nicht geklappt hat. Ich glaube, wir waren einfach zu unterschiedlich. Wir haben nicht versucht, einander zu verstehen. Einfach unerträglich, im Kopf von jemandem festzustecken, der deine Werte nicht teilt. Ich wollte nicht wahrhaben, dass du ein Recht auf deine Meinungen hast. Wie jeder. Erhöhte Werte angezeigt. Starke Emotionen. Wir müssen etwas dagegen tun. Wir wissen nicht, welchen Einfluss der Stress auf ihr Gehirn haben könnte. Das war's wohl, Kleiner. Sieht so aus. Meinst du, wir finden einen Weg, einander irgendwie zu verzeihen? Ja, ich schon. Und du? Ja, ich auch. Ich wollte mit dir reden. Wie? Bist du da drin? Du hast mir echt Angst gemacht. Ich glaube, du hattest Albträume. Hast ein paar Mal geschrien. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Pass auf dich auf. Und ich will das echt nicht vermasseln. Du hast nicht geträumt, Lee. Das war ja Erinnerung. Ach, verdammt. Wir sehen uns bald. Er macht die Augen auf. Sieht mich, glaube ich. Wie? Hörst du mich?
Ich glaube, ich höre. Und kann reden. Gut. Endlich. Reed. Bist du das? Du wirkst anders. Siehst sogar aus wie... Wenn du lange genug in Langley bleibst, passt du dich an. Ich bin keine Ausnahme. Schöne Aussicht. Was? Aus dem Fenster. Natur, Ruhe, zwitschernde Vögel. Nicht das, was du gewohnt bist. Hab gehört, du hast einen neuen Job, neue Pflichten. Bist zu beschäftigt für mich. Wer hat das gesagt? Wann? Weiß. Im AV. Du warst nicht da. Oh, ach so, ja. So beschäftigt bin ich nicht mehr. Ich wollte dich einfach sehen. Die Ärzte sagen, ein vertrautes Gesicht könnte dir helfen. Vor allem jetzt. Also. Woher wusstest du, wann ich aufwache? Die Prognose der Ärzte war, dass du heute oder morgen wieder bei Bewusstsein bist. Sie haben vor ein paar Tagen angefangen, dich langsam aufzuwecken. Und? Wie ist es bei dir so? Papierkram, Rekrutenausbildung. Nichts Aufregendes. Nicht gerade dein Ding, oder? Ich bin eh zu alt geworden für echte Missionen. Hey, sag mal, wie geht's Sumi? Hat alles geklappt für sie? Ich bekomme seit einer ganzen Weile keine Neuigkeiten mehr. Ich weiß nur, dass sie noch lebt. Du bist persönlich da. Bestimmt schlechte Neuigkeiten. Lass mich raten. Die Operation hat nichts gebracht. So einfach ist es nicht. Die Ärzte haben dich gerettet. Du bist am Leben. Das klingt nach einem fetten Aber. Das gibt es auch. Das Engramm rauszuschneiden war ein hochinvasiver Eingriff in dein Nervensystem. Na und? Ein guter Ripper repariert das schon wieder. Nicht dieses Mal. Deine Neuronen können die meisten Implantate nicht mehr verarbeiten. Dein Gehirn schafft gerade mal dein Direct Link und einfache Co-Prozessoren. Aber Kampfimplantate würden dich umbringen. Es tut mir leid, Vi, aber dein altes Leben ist vorbei. Und das ist nicht alles. Du warst 2 Jahre im Koma. Wir haben 2079. Du verarschst mich. Glaub mir, ich würde dir lieber sagen, dass alles okay ist. 79? Verarschst du mich? Bitte sag mir, dass das ein Scheißwitz ist. Oder meinetwegen, dass... Ich weiß nicht. Dass du dir nicht sicher bist. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, Vi. Doch ich kann nicht. Immer dieselbe Scheiße. Leute wollen mir helfen und können es nie. Warum? Hey, alles okay? Ich brauche... Ja.
Ich brauche Luft. Meine Beine. Kann kaum stehen. Weil du seit 2 Jahren liegst, wie? Mein Nervensystem ist beschädigt. Ich fass es nicht. Warum haben die keine Nanobots benutzt? Die Neuralmatrix. Sie hat die Regenerationsfähigkeit deiner Zellen verringert. Wir haben alles versucht. Wirklich. Was? Was ist mit meinem Chrom? Deine Implantate wurden deaktiviert. Es war notwendig. Sonst wärst du längst tot. Ich muss hier raus. NC, wann kann ich zurück? Heute, wenn du möchtest. Aber du solltest dich fragen... Nova, wo ist mein Zeug? Wie, hör mir zu. Dein Körper, der wird nicht mehr so wie früher. Das bedeutet, NC ist jetzt nicht mehr der richtige Ort für dich. Versteh doch, dass ich dir noch eine Enttäuschung ersparen will. Super. Und was dann? Wir wissen deine Arbeit zu schätzen. Wir können dir einen Job hier in Langley anbieten. Und was soll ich da machen? Deinen Assistenten spielen? Ich weiß, dass du helfen willst. Und du weißt verdammt gut, dass das nichts für mich ist. Ich will doch nur, dass du nicht auf der Straße landest. Das ist nicht mein Leben, Reed. Könnte es aber sein. Dein altes Leben ist vorbei. Irgendwann vielleicht. Ich denk drüber nach. Aber jetzt will ich nach Hause, nach NC. Ich bin nicht dem Tod entkommen, um hier zu versauern. Wie du meinst. Wenn du soweit bist, ruf die Pflegerin. Und falls du es dir anders überlegst, melde dich bei mir. Reed? Diese ganze Sache. Haben wir das Richtige getan? Wär's besser gegangen? Ich weiß nicht wie. Und ich habe Angst vor der Antwort. Panam Palma erreicht. Der Teilnehmer befindet sich leider außerhalb des Empfangsbereichs. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Hi, Panam. Rate mal, wer von seinem unfreiwilligen Urlaub wieder da ist. Okay, Spaß beiseite. Du fragst dich bestimmt, wo ich war. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wurde operiert. Ich bin eben erst aus dem Koma aufgewacht. Ich werde überleben. Neue Chance und so. Aber gut, wird's mir nicht mehr gehen. Hör zu. Es wäre wirklich, wirklich super, wenn ich dich sehen könnte. Wenn du Zeit hast, dann ruf mich zurück. Okay? Na dann. Bis bald.
kann ich helfen? Ich brauche einen Flug nach Night City. Er macht die Augen auf. Wie? Ich habe... Hast... Ich... Hab... Weiß. Oh. Die... Nicht hier. Aber... So einfach ist das. Das... Das... Was soll das heißen? Deine Neuronen. Und du warst zwei. Scheiße. Ich weiß. Darin muss. 2 Jahre und kaputt. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Ja. Ich brauche Luft. Meine Beine. Kann kaum stehen. Weil du seit 2 Jahren liegst, wie? Ich. Heute. Nova. Wie? Das be. Versteht. Super. Wir wissen dann. Nein. Verstehe. Hör mal, meine Welt. Das. Könnt. Reed, bitte. Das. Ich gehe nach Haut. Wenn du soweit bist, ruf die Pflegerin. Und falls du es dir anders überlegst, meld dich bei mir. Reed? Danke. Du brauchst mir nicht zu danken, Vi. Echt nicht.
kann ich helfen? Ich brauche einen Flug nach Night City. Ihr AV ist noch nicht bereit. Bitte gedulden Sie sich noch einen Augenblick. Ich brauche einen Flug nach Night City. Ihr AV ist noch nicht bereit. Bitte gedulden Sie sich noch einen Augenblick. Das gibt's nicht. Hey, Judy. Ich bin. Ich. Was meinst du? Ich bin's. Na, red. Hi. Wenn du... Ich sag... Der... Diese... Ich brauche einen Flug nach Night City. Natürlich. Ein AV steht für Sie bereit. Ich hole Sie gleich ab. Endlich wieder auf den Beinen? Das ist sehr schön. Was ich wollte, wird weggefallen. Sorry, war kurz ganz woanders. Das ist kein Problem. Ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen und dass Sie gesund sind.
wobei mir Ihr abwesender Blick nicht entgangen ist. Darf ich fragen, wie Sie sich derzeit fühlen? Wie ein Ausgestoßener. Fühlt sich an, als wäre ich gestern Teil dieser Stadt gewesen. Jetzt bin ich ein Tourist. Falls es Sie tröstet, aus meiner Sicht hat sich nicht so viel verändert, wie Sie denken. Die notwendigen Spenden gehen jetzt nur an andere. Sonst verändert. Die wichtigste Neuigkeit ist, dass Arasaka sich größtenteils aus Night City zurückgezogen hat. Sie interessieren sich sicherlich für die Nachrichten. Ich schalte das Radio ein. Und jetzt zur brandheißen Frage der Woche. Yurinobu Arasaka, was ist passiert? Unser heutiger Gast ist Masao Adams, Autor der Biografie Der gezähmte Drache. Herzlich willkommen an der Show. Ich freue mich, hier zu sein, Stan. Ein Sprecher von Arasaka gab kürzlich... Wie Sie wünschen. Arasaka zieht... Schlag einen Kopf ab. Du kriegst zwei neue. Sprechen Sie mit mir? Naja, mit mir selbst. Ist egal. Ich gehe jetzt lieber. Wenn ich das anmerken darf, uns allen geht irgendwann der Treibstoff aus. Trotzdem sollte man die Reise genießen. Was, wenn du der FIA einfach sagen würdest, sie sollen sich ihr Angebot sonst wohin stecken? Ruf Reed nicht an, wie. Wir finden einen anderen Weg. Wie jetzt? Die Nachricht. Nicht gesehen? Die wollen mich löschen. Muss ich dir erklären, was das heißt? Das war doch längst klar. Dachtest du, die holen dich aus einem Kopf raus und stecken dich in den anderen? Ich dachte, die packen mich ein und speichern mich irgendwo. Und du hilfst mir dann vielleicht ins Netz zu kommen. Nicht, dass sie mich rausschneiden wie ein scheiß Tumor. Scheiße. Stimmt. Ich kann's nicht. Es wäre falsch. Scheiß auf die FIA.
Dein Ernst? Einfach so? Kein Kompromiss? Einfach so. Kein Kompromiss. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Danke, Vee. Echt. Danke.